Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich heute ganz besonders auf dieses Quiz, denn es ist eine Serie, die ich wirklich sehr, sehr viel gesehen habe, aber wo ich mir nicht sicher bin, dass ich auch viel weiß. Wie ihr dem Titel auch schon entnehmen könnt, geht es heute um die Serie Scrubs. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, zu welcher Serie ich das noch machen sollte. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Kategorie Nummer 1, 5 Fragen mit Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, wir können 5 Punkte sammeln. Schreibt euch eure Punkte mit. Frage Nummer 1. Was ist Dr. Cox vollständiger Name? A. Dr. Perry Ulysses Cox. B. Dr. Percival Ulysses. Ich weiß nicht mal, wie man es ausspricht. Ulysses Cox oder C. Dr. Percival Uriel Cox. Ich glaube nicht, dass es C ist. Ich glaube auch nicht, dass es A ist. Deswegen glaube ich, dass es B. Also Percival müsste eigentlich schon sein. Deswegen würde ich einfach sagen B. Yes! Yes, okay, ein Punkt. Frage Nummer 2. Wie heißt Dr. Kelsos Frau? A. Enid, B. Ingrid oder C. Edie? Oh, ich schwanke zwischen A und B. Enid. Enid. Enid klingt... Ich glaube, es ist Enid. Ingrid. Enid. Enid. Ich sag A. Yes! Frage Nummer 3. Welcher Charakter ist dafür bekannt, unanständige Witze zu machen? A. Ted, B. Keith oder C. Todd? Warte mal. Ted und Todd. Ted. Todd. C. C. Yes! Frage Nummer 4. Elliot wird von Dr. Cox häufig bei einem Spitznamen genannt. A. Blondie, B. Baby, C. Barbie. B nicht, aber A oder C? Blondie oder Barbie? Ich meine, es ist Barbie, aber Blondie kommt mir auch voll bekannt vor. Ich glaube, oh, bei Lost, Sawyer nennt doch die Dings. Ich will nicht spoilern, aber Sawyer nennt sie doch You Got It Blondie. Ja, ich sag C, Barbie. Yes! Frage Nummer 5. In dieser Reihenfolge, was sind die Berufe von J.D., Turk, Carla und Dr. Kelso? A. Chefarzt, Internist, Krankenpflegerin, Chirurg. B. Internist, Chirurg, Krankenpflegerin, Chefarzt. Oder C. Chirurg, Krankenpflegerin, Internist, Chefarzt. Okay, Moment. Dr. Kelso ist auf jeden Fall Chefarzt. Das heißt, es muss B oder C sein. J.D. Ja, J.D. ist Internist. Also muss B sein. Ja, ich glaube B müsste... Mhm. Yes. 5 von 5 Punkte. Was war das? Weiter geht's mit Kategorie Nummer 2. 5 Dinge in 20 Sekunden aufzählen. Also 5 Dinge zu einem bestimmten Thema. Da können wir auch wieder 5 Punkte sammeln. Und die Frage ist... Nenne 5 Charaktere, die keine Ärzte sind. Der Hausmeister. Carla, sie ist Krankenschwester. Laverne. Ted, weil Ted ist Anwalt. Ich weiß nicht. Okay, die Zeit ist rum. Ich habe Finn hat sich auch aus dem Staub gemacht. Die Zeit ist rum. 4 habe ich genannt. Wer hätte man denn noch alles nennen können? Paige, Jordan Sullivan, Ben Sullivan. Aber 4 von 5. Okay. Weiter geht's mit Kategorie Nummer 3 und wir müssen sagen, ob Aussagen wahr oder falsch sind. Aussage Nummer 1. Dr. Cox Tochter hat den Spitznamen JD. Ja, daran kann ich mich erinnern. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber ich weiß, dass JD das dann gesagt hat, dass der Spitzname JD wäre. Ich sag es wahr. Richtig! Ihr Name ist Jennifer Dillon. Stimmt. Aussage Nummer 2. JD wird vom Hausmeister schikaniert, weil er an seinem ersten Tag eine Büroklammer in den Türrahmen geklemmt hat. Falsch! Es war ein Penny. Hast du einen Penny da reingetan? Oder? Ich glaube, es ist falsch. Ich glaube, es ist ein Penny, oder? Lösung? Falsch, es war ein Penny! Yes! Aussage Nummer 3. Als JD operiert werden musste, war Turk einer seiner Ärzte. Ja, weil ich meine, es gibt so einen Spruch, dass JD mal sagt, dass Turk der einzige Mann in ihm war. Aber nur, weil er hier halt operiert hat. Oder? Ich glaube, es ist richtig. Lösung? Richtig, er hat seinen Blinddarm entfernt. Yes. Aber nur deswegen wusste ich das noch. Nummer 4. Carla als Puerto Ricanerin. For the last time, Turk. I'm Dominican. Diese Musical-Folge, da singen die doch darüber. Also Carla ist nicht Puerto Ricanerin. Carla ist Dominican. Also sage ich natürlich, das ist falsch. Und die Lösung ist falsch. Carla ist aus der Dominikanischen Republik. Yes.
Fünfte Aussage. JD hat einen Sohn mit Dr. Molly Clark, einer seiner Kolleginnen. Hat er? Nein. Ich sage, es ist... Oder? Nein. Falsch. Ich sage, es ist falsch. Falsch. Er hat einen Sohn mit Dr. Kim Briggs. Das wusste ich auch nicht mehr. Aber ich hatte trotzdem recht. Wenn euch übrigens solche Quiz-Videos gefallen und auch generell Videos zu Serien und zu Filmen, dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, denn hier kommt jede Woche Dienstag um 15 Uhr ein neues Video online. Und wenn ihr mich jetzt abonniert, dann verpasst ihr kein einziges Video mehr. Ich freue mich auf jeden, der hier jede Woche mit dabei ist. Weiter geht's mit der nächsten Kategorie, und zwar Zitate vollenden. Da sind 3 Zitate und, ja, wie die Kategorie sagt, wir müssen sie vollenden. Okay, Zitat Nummer 1. Außerdem, wie heiß kann der schon sein? Heilige Mutter Gottes, das war ein. Ich weiß ganz genau, was es ist. Das war ein Fehler. Ein Riesenfehler. Fehler ist das Wort. Und das ist da, wo Ted sich den Kaffee in der Cafeteria holt, ohne dass da was drum ist. Und dann sagt er so, wie heiß kann das schon sein? Das war ein Fehler. Ein Riesenfehler. Und dann lässt er den einfach so fallen. Yes. Zitat Nummer 2. Elliot guckt auf ein gerahmtes Foto. Seit wann kennst du denn Morgan Freeman? Turk, das ist... meine Mutter? Ich glaube, das ist die Antwort. Das ist meine Mutter oder meine Oma? Ich glaube, das ist meine Mutter, sagt er. Ich sag Mutter. Yes! Okay, auch wenn die eigentliche Lösung meine Mom ist, wenn ihr jetzt Mutter gesagt habt, lass das bitte gelten. Weil ich lasse es mir jetzt auch gelten, dass ich Mutter gesagt habe und nicht Mom. Weiter geht's mit Zitat Nummer 3. Hey Kumpel, was hat 2 Damen und Scheiß auf ihr Gelaber? Habe die Ehre. Ich glaube, es ist Dr. Kelso und ich glaube, er sagt, hey Kumpel, was hat 2 Damen und Scheiß auf ihr Gelaber? Bob Kelso, habe die Ehre. Also sage ich Bob Kelso? Yes! Weiter geht's mit Kategorie Nummer 5, und zwar Zitate raten. Und zwar, von wem sind die Zitate? 5 Stück und wir können 5 Punkte sammeln. Da habe ich ein bisschen Angst vor Zitaten. Ah, okay. Zitat Nummer 1. Das ist der Grund, warum ihre Kopfschmerzen nicht weggehen. Die Aussprache dieses Medikaments ist Analgetikum, nicht Analgetikum. Sir, die Tabletten gehören in den Mund. Ich kenne dieses Zitat. Das müsste Dr. Cox sein. Das müsste Dr. Cox sein. Turk? Das ist Turk? Oh, okay, es ist Turk. Zitat Nummer 2. Das ist ihr Vorname. Turk. Sie glauben, ich heiße Turk Turkleton. Und Mrs. Turkleton. Die Turkletons. Kelso? Ich glaube, das ist Kelso. Yes! Zitat Nummer 3. Großer Gott, es gibt so viele Möglichkeiten, meine Antwort darauf zu formulieren. Niemals, nicht in 1 Million Jahre, auf keinen Fall, jamais français, never Mr. Clever, niet negativ, meine absolute Lieblingsvariante, der Mann, der von der Klippe fällt. Nein! Das ist Dr. Cox. Yes. Weiter geht's. Zitat Nummer 4. Ich habe schon mit 13 mein Haar verloren. Ich habe schon mit 13 mein Haar verloren. Klingt nach was Traurigem, und traurige Sätze kamen eigentlich immer von Ted. Also würde ich mal sagen, Ted? Yes! Yes! Zitat Nummer 5. Was macht ein Pfannkuchen in der Besteckschublade? Und die Antwort darauf ist, du meinst wohl eher, was macht Besteck in der Pfannkuchenschublade? Oder? Das müsste in der Wohnung sein, und Turk und JD sitzen auf der Couch und Carla sucht irgendwas in der Küche, und dann macht sie die Schublade auf und fragt, was ein Pancake in der Schublade macht. Also Carla. Bam, bam. 4 von 5. Das erste ärgert mich, aber egal. Machen wir direkt weiter mit der nächsten Runde, oder kann echt noch alles den Bach runtergehen? Denn es sind 5 Fragen ohne Auswahlmöglichkeit, und weil es ohne Auswahlmöglichkeit ist, gibt es auch die doppelte Punktzahl. Frage Nummer 1. Außer den zahllosen Frauennamen, was ist der häufigste Spitzname, den Dr. Cox für JD benutzt? Bambi? Aber sagt das eher Carla? Aber sagt das auch Dr. Cox? Ich sag Bambi. Flachzange! Oh, stimmt. Flachzange. Ah, Bambi sagt halt wirklich nur Carla. Flachzange, nein. Richtig, komplett vergessen. Frage Nummer 2. Was ist JDs Lieblingscocktail? Ich glaube, so ein... schwer. Appletini, glaube ich. Ich meine schon. Was soll sonst sein? Ich sag Appletini. Yes! Frage Nummer 3. Welchen Schauspieler hasst Dr. Cox fast genauso sehr wie JD? Der sagt mal Dinge, die ich hasse. Der sagt Dr. Cox so eine ganz lange Liste mit Dingen, die er hasst. Aber was für ein Name? Hugh Jackman? Hugh Jackman, sag ich. Die Antwort ist richtig. Yes.
Vierte Frage. Welche seltene, aber gefährliche Krankheit verursachte den Tod von 3 Patienten am selben Nachmittag, nachdem alle 3 Spenderorgane von Jill Tracy erhalten hatten? Uff, das war eine krasse Folge. Wenn ich daran zurückdenke, wie... Wenn so richtig witzige, lustige Serien so eine dramatische Folge haben, dann haut die immer noch mehr rein. Weil man ist das nicht gewohnt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was das für eine Krankheit war. Ich habe es komplett vergessen. Weiß ich nicht. Ich muss schauen. Tollwut. Ja, okay. Aber habe ich wirklich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wäre ich auch nicht mehr drauf gekommen. Frage Nummer 5. Was waren die Punktzahlen von Derek Jeter letztes Jahr? Was? Was ist das für eine Frage? Was hat die mit Scrubs zu tun? Tipp. Es sind 3 Zahlen, die im Song Dominican in der Musical-Folge erwähnt werden. Oh, even I know. She's Dominican. Oh ja. The thing is, guys, remember facts. Like Derek Jeter, which was 303. 303? Ist 303 die Antwort? Oh Gott. Wenn ihr jetzt eure Punktsätze umrechnet, könnt ihr schauen, in welche Kategorie ihr es geschafft habt. Ich habe es mal wieder in die Kategorie Profi geschafft. Ist gut. Und tragt euch gerne mal hier oben ein, in welches Level ihr es geschafft habt. Dann könnt ihr euch ein bisschen mit den anderen vergleichen. Wenn ihr jetzt Lust habt auf noch mehr Quiz-Videos, dann verlinke ich euch einmal hier oben meine Playlist. Schaut dort gerne vorbei. Und hier unten verlinke ich euch mal das Disney-Quiz von Cinema Strikes Back. Also schaut dort gerne mal vorbei. Schreibt einen Kommentar. Sagt denen, dass ich gerne mal ein Video mit denen zusammen machen würde. Das wäre auf jeden Fall mega cool. Ansonsten Dankeschön fürs Zusehen. Ich hab euch lieb und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss! Booyah!